Okay. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlich heute mal die Slides. ist ein Textfall. Für mich der Grund, warum ich so gemacht habe, weil ich ja sozusagen immer wieder Programmschnipsel habe und wenn ich die dann irgendwie reinkopieren muss in irgendwelche Folien oder sowas, war mir zu blöd. Okay. Dafür gibt es ja noch dieses Ctrl-L, ich weiß nicht, ob das jemand noch kennt. Das ist so seitenweise im More oder irgendwas anzeigen lassen. Okay, also heute Thema Verilog Design Pattern. Ich bin Chip Designer seit jetzt irgendwie so 2 Dekaden und habe da eine ganze Menge sozusagen selber lernen müssen, weil ich an der Stelle keinen guten Lehrer hatte. Und eigentlich möchte ich jetzt sozusagen aber das an der Stelle weitergeben, was sich so an die Zeit, über die Zeit so an Tricks angesammelt hat oder an Prinzipien. Okay, fangen wir mal mit den einfachen Sachen an. Kombinatorische Leitungen, also sozusagen das, was irgendwie ein, wie soll man sagen, nicht registriert wird, also kein Speicherverhalten hat. Kann man in Verilog ja irgendwie so schreiben, wenn man sagt hier von wegen Wire und dann irgendwie einfach aufzählen. Das geht. Wenn die Signale gleich bleiben, also alle gleiche Eigenschaften haben, kann man aufzählen. Das ist immer ein bisschen unschön. Macht vielleicht den Code ein bisschen schwerer lesbar. Was noch so eine Geschichte ist, wenn man hinguckt, es gibt ja diesen Prozess, um Kombinatorik zu beschreiben, also always at, immer wenn irgendeine Bedingung erfüllt ist, sowas passiert, also hier in dem Fall A oder B sich ändert, dann soll der Simulator da reinspringen und sozusagen das ausrechnen. Aber was ist jetzt an der Konstruktion falsch? Du siehst es? Jein. Also du hast recht, die Sensitivity-Liste ist der Haken, der da drin ist. Aber es ist so, dass der Simulator nicht drauf reagiert, der Simulator sozusagen falsche Ergebnisse anzeigt und es ein Synthese-Tool inzwischen so schlau ist, dass es einfach darüber hinweggeht. Ja, also das würde sozusagen für Synthese funktionieren, für Simulation nicht. Also man hätte sozusagen eine Differenz zwischen Simulation und Synthese. Komm ja aus der VHDL-Welt und bin hier neugierigerweise nur, um mal quasi so ein bisschen über den Zaun zu gucken. Du hast gerade gemeint, das Synthese-Tool wäre so schlau, dass es da einfach drüber hinweg sieht. Ist das nicht ungeschickt? Also wäre es nicht eigentlich schlauer für das Synthese-Tool, dann nicht drüber hinweg zu sehen und zu sagen, hier guck mal, wenn du das so schreibst, kriegst du Verhalten, das sich in deinem Simulator und auf deinem Chip unterscheidet? Nee, ich glaube, da sind die Toolhersteller so, dass sie sagen, die Dummheit der Menschen ist unendlich und wir müssen sozusagen nachgeben. Du hast nur eine Frage. Ich meine da noch ein anderes, einen anderen Effekt zu sehen, und zwar, wenn sich jetzt A, B und C nicht zum gleichen Zeitpunkt verändern, und das wird nie passieren, wahrscheinlich habe ich da lauter Glitches im Z drin, die mich nachher wahrscheinlich stören werden. Du hast immer Glitches im Z drin, das ist richtig. Also es ist wirklich so, wenn hier irgendwo sich was ändert, dann macht die Operation dann wieder. Also Glitches hat man drauf. Aber normalerweise nimmt man ja dann sozusagen für Abspeichern von Werten danach Register und da hat man das nicht mehr. Okay. Jetzt eine Konstruktion, gleiche kombinatorisch, nur halt ein bisschen besser. Also wir haben erstmal hier die ganzen Signale aufgetrennt. Also nicht von wegen alle in eine Zeile reingeschrieben, ist mehr Tipparbeit, ist aber einfacher zu patchen. Also wenn man irgendwo Diff hat, wenn man irgendwo was nicht irgendwelche anderen Sachen macht, so ist es einfacher. Oder, also so ein Diff ist ja meistens zeilenbasiert, man sieht sozusagen, was sich da geändert hat. Wenn man das alles in einer Zeile hat und da fehlt plötzlich irgendwie eine Variable zwischendurch, da muss man irgendwie ein bisschen länger auf dem Bildschirm starren, um sowas zu sehen. Okay, hier haben wir auch die Sensitivity-Liste wieder vollständig. Aber da muss ich auch sagen, das ist Verilog 95. Hatte ich auch irgendwie im Workshop schon drüber geredet, gab wir haben ja 2 Standards. Wir haben dieses Verilog 95, das ältere, und dann dieses 2001er, das das Leben ein bisschen leichter macht. Da ist es so, bei Verilog 95, wir müssen wirklich die Sensitivity-Liste komplett aufführen. Ja?
immer mit allen Sachen, sonst haben wir den Ärger. Und jetzt haben wir so eine Konstruktion drin, Verilog 2001. Da ist es so, kann ich bei kombinatorischen Sachen einfach ein Sternchen hinschreiben. Das ist mir das Leben unendlich leichter, weil dann fängt nämlich der Simulator oder das Synthese-Tool an zu gucken, welche Sachen ändern sich da drin oder können sich da drin ändern. Nach welchen muss ich überhaupt gucken? Das sucht er sich selber raus. Also wenn jemand 2001-Code schreiben will, kann er das so machen. Meine Empfehlung dabei ist, wenn man sozusagen Features nutzt für auch für 2001, gleich oben um den Header rein, oben in der Zeile rein, das ist Verilog 2001. Kann man sozusagen gleich sehen kann. Okay. Jetzt hatte ich natürlich ein Beispiel gehabt, was ein bisschen länger war, umständlich, mit dem Always, Beginn, End und so. In dem Fall hätte es man auch einfacher schreiben können. Wir können nämlich jetzt hier einfach sozusagen eine Assign-Anweisung ausgeben. Also von wegen, wir brauchen jetzt keine Sensibility-Liste dafür schreiben. Wir schreiben einfach so von wegen Weise diese zwei Additionen dem Z zu. Aus. Das gibt es auch in VDL so ähnlich. Okay. Blocking, Non-Blocking Assignments. Das ist eine Geschichte, würde ich euch sagen, setzt euch damit mal richtig auseinander, wenn ihr irgendwie so Verilog-Code schreiben wollt. Gibt es haufenweise Forum-Einträge dazu. Der Hintergrund ist der, wenn ich Prozesse habe, wo sozusagen immer alle Sachen gleichzeitig laufen. Also wie zum Beispiel jetzt hier bei Hardware-Beschreibung. Und ich jetzt irgendwie so eine Zuweisung habe, die nur mit so einem Ist gleich ist oder auch mit der Register-Variante, also mit dem Minus nach davor. Ich muss immer gucken, ob ich jetzt sozusagen Blocking habe oder nicht Blocking. Das war irgendwie auch eine Frage da im Workshop. Aber da würde ich sagen, Hausaufgabe selber angucken, selber lernen. Frei. Gibt es tatsächlich Blocking Assignments? Das sind ja nur Wires, da ist ja kein Register beteiligt. Theoretisch dürfte auch kein Timing, also kein Blocking beteiligt sein, oder? Theoretisch ja, aber die Tools sind so, dass sie sozusagen dir die allen Freiheiten geben. Also du kannst an der Stelle vieles falsch machen. Deswegen einfach sozusagen die goldene Regel ist eigentlich, wenn ich Kombinatorik habe, benutze ich immer das Ist gleich für Synthese. Wenn ich Register habe, immer das mit dem Zuweisungs davor. Allerdings, das ist wieder so eine Geschichte, das ist bei Synthese. Wenn ich Testbenches habe, wo sozusagen Sachen hintereinander passieren können, ja, da sind auch die anderen Sachen freigestellt. Aber ich hatte das zeitliche Verhalten, so von wegen nicht alles zum gleichen Punkt, sondern der Testbench kann ich sagen, mach mal das und dann ein paar Sekunden später oder ein paar Nanosekunden später was anderes. Nur mal ein bisschen aufpassen. Tasks sind so eine Geschichte, die sozusagen auf einer Testbench laufen und sozusagen auch Sachen haben kann, die hintereinander ablaufen müssen. Okay, aber wir waren ja eigentlich bei hier registriert. Unterschied ist der, ich habe jetzt hier für Z gesagt, das ist ein Register. Also mit Speicherverhalten soll das sein. Und ich habe jetzt hier für den Prozess nicht mehr die einzelnen Variablen drin, die sich ändern können, sondern ich habe hier eine Triggerbedingung, das sage ich, eine Post-Edge für eine Clock. Also wenn die Clock eine positive Taktflanke, also eine steigende Taktflanke hat, dann soll das passieren. Und der Unterschied ist jetzt der gegenüber der Kombinatorik da oben. Kombinatorik hat das halt immer gemacht, immer auch wenn Variablen sich geändert haben. Und hier ist es so, hier wird diese Operation nur einmal ausgeführt, nämlich dann, wenn die Clock-Flanke kommt. Und wieder wichtig, registert da diesen anderen Zuweisungsapparat. Also sonst kommt mal Teufelsküche. Okay. Jetzt haben wir hier, da sind wir, bei den Reset-Werken. Also wir brauchen immer irgendwo, wie soll man sagen, ein Reset. Da fehlt mir, glaube ich, eine Folie. Kommt später, mal gucken. Also dieser Reset hier oben,
sage ich auch im Kommentar, das ist auch wieder so eine Geschichte bei Reset, der kann oftmals negativ sein, manchmal positiv, bei FPGA ist das positiv, dass ich wirklich beim Reset immer reinschreibe, wie rum der aktiv ist. Vom Namen habe ich auch sozusagen Unterscheidung. Da habe ich irgendwie kein anderes N hinten dran, also positiv. Immer so kleine Sachen, um solche Sachen rauszuhalten. Aber, by the way, es gab auch schon mal zwei Teams, die haben zusammen Chip gemacht. Das eine Team hat mit einem positiven Reset gearbeitet, das andere mit einem negativen Reset. Ihr könnt euch überlegen, wie gut der Chip funktioniert hat danach. Der Reset hat super funktioniert, genau. Okay, also hier Clock, die beiden Signale, die ich habe. So, und gestaltet sieht es eigentlich so aus, von wegen Always, immer wenn die Post-Edge kommt für einen positiven Reset, also die oder die Post-Edge für einen Clock, dann gehe ich hier rein, gucke nach, wie jetzt der Reset liegt, mache die Zuweisung und wenn nicht, dann bin ich hier unten in dem Clock-Teil, mache sozusagen Operationen. Aber das hier ist eigentlich schöner Code. Trotzdem ist er hässlich. Hässlich deshalb, weil dieser Wert, den ich dem Reset, also mit dem Reset der Variablen zuweise, der steht irgendwo in einer Zeile hardcodiert drin. Kann man schöner machen. So, wenn wir jetzt nämlich da reingucken, da waren wir. Ich habe nämlich jetzt hier vorher ein Local Param gemacht. Also wie soll ich sagen, bei Verilog 2001 wieder, ist so eine Geschichte, dass man lokale Parameter vergeben kann. Also sowas wie Konstanten. Parameter ist eine Konstruktion, kannte Verilog vorher schon, in Verilog 95. Da war es aber so, ich konnte die von außen sagen, wenn ich ein Modul aufgerufen habe oder instanziert, wie jetzt gerade die Parameter gesetzt sind. Hatten wir ja in dem Workshop ein bisschen drüber geredet. Local ist aber so, das Ding gilt wirklich nur innerhalb des Teils. Also es ist wirklich schön eine Geschichte von Kapseln, so wie man es früher irgendwie bei der Uni noch gelernt hat. Und in dem Fall sage ich, mein Z soll als Default-Wert die 0 haben. Das hat den Vorteil, später, wenn man sieht, diese Reset beschäftigt mich ja mehrmals. Ich kann sozusagen mich nicht mehr irren. Ich kann sozusagen nicht irgendwo den Reset-Wert zweimal irgendwie unterschiedlich zuweisen. Ich habe nur noch diesen einen da. Und immer jetzt nämlich so, wenn nämlich der Reset reinkommt, da ist die Zuweisung, da steht nicht mehr hardcodiert die 0 drin, wieder oben, sondern da steht hier der Local Param drin. Und das ist einfach hier der Kommentar besser eigentlich, wenn ich einen expliziten Reset-Wert habe. Ist auch eine Geschichte zum Beispiel bei VHDL. Wenn ich bei VHDL Typen definiere, irgendwelche Exoten. Ich habe immer gleich unter Typdefinition unten drunter eine Konstante, wo ich den Default-Wert dafür mache. Das spart mir sonst nochmal bei VHDL so diese langen Konstruktionen, wenn es dann irgendwie so von wegen ineinander geschachtelt wird, wie dann der Reset zu legen ist. Okay, jetzt haben wir da. So oft wie möglich Konstanten benutzen. Macht das Leben einfacher. Kann hier mal clean machen, oder? Na gut, okay. Jetzt kommen wir in die Geschichte, da müsst ihr ein bisschen im Hintergrund behalten, für was ihr eigentlich die Synthese machen wollt. Wollt ihr ein ASIC machen oder wollt ihr ein FPGA machen? Und zwar der Grund ist der, für ASICs stehen hier die Argumente da. Wenn ihr kein Reset benutzt, kann euch das den Job kosten, den Kopf oder was auch immer. Ja, auf dem ASIC ist es so, nach jedem Chip wirklich eingeschaltet wird. Die Register liegen zufällig. Also ob die irgendwie nach 1 gehen oder nach 0, ist völlig stochastisch. Ihr habt keine Chance drüber. Damit ihr aber ein definiertes Verhalten habt, in dem Augenblick, wo es losgehen soll, braucht ihr definierte Anfangszustände. Und jetzt habt ihr irgendwie solche Zustände, die ihr nicht mehr vorausahnen könnt, was passiert. Also immer ein Reset dran. Das ist so die Regel dafür. Mag auch der Testingenieur. Der will nämlich auch so von wegen, wenn der Chip irgendwie seinen Strom kriegt, zieht er ein Reset, danach weiß er, so und so liegen die Register. Und wenn die so liegen, dann kann er mit ein paar Tricks an den und den Stellen nachgucken, testen, wie sozusagen jetzt sich die Kombinatorik verhält. Ist die da richtig oder ist sie kaputt? Also der Testingenieur wird euch den Kopf abreißen, der Manager wird euch den Kopf abreißen
und die Frauenri wird euch den Kopf abreißen, weil die sagt, so können wir nicht produzieren, wenn ihr den Reset vergesst. Ja. Du verwendest da oben jetzt einen asynchronen Reset. Ja. Ich als wiederum FPGA-Entwickler, du wahrscheinlich als Chip-Designer, würde an der Stelle normalerweise eigentlich synchrone Resets verwenden, einfach aus ressourcensparenden Gründen. Wie macht man das? Also ist das auf Chips anders? Nein, es ist so, dass diese Schreibweise asynchron sozusagen die ältere, die historisch gewachsene ist. Und die Toolhersteller sozusagen auch wieder gegenüber der Manpower der Designer nachgegeben haben und gesagt, okay, ihr könnt jetzt schreiben, was ihr lustig seid. Am Ende derjenige, der die Synthese macht, der kann über eine Option angeben, ob jetzt sozusagen synchrone Flipflops oder asynchron dafür verwendet werden sollen. Das heißt, um nochmal nachzufragen, das Konstrukt da oben würde bei entsprechender Parametrisierung des Synthesetools tatsächlich einen synchronen Reset synthetisieren. Ja. Okay. Man kann natürlich dann sozusagen auch wieder Ausnahmen dafür machen oder sowas, aber das ist dann wieder bei der Synthese. Okay, also hier Reset nutzen für ASICs. Und es sieht dann so aus, also wir haben hier ein Register für ein Z, weil wir wollen ja irgendwie was einspeichern. Wir haben hier den Local Param mit dem Default-Wert. Wir haben hier den Reset und wir haben hier Zuweisung. Soweit alles ganz gut. Was haben wir jetzt? Reset, also wirklich für jedes Flip-Flop, für jedes Latch, für jede Speicherzelle. RAMs sind ausgenommen. Das geht ein bisschen daneben. Für FPGAs kann man jetzt irgendwie schon, was das ja anders macht. Also da ist es so, FPGAs gab es irgendwann, oder eine Anfangszeit, als FPGAs gemacht worden sind, hat auch jeder Designingenieur Resets geschrieben. Immer wieder für alles Mögliche. Bis dann irgendwann jemand bei Xilinx mal auf die Idee kam, mir geht das so auf den Sack mit den ganzen Resets, die verbraten uns die ganzen globalen Ressourcen. Also das, was man hat, um Clock zu routen, irgendwelche anderen Signale, die überall hin distributiert werden müssen, also in jeder Ecke von dem Chip. Die natürlich entsprechend große Netzwerke, die entsprechend große Treiber brauchen und entsprechend auch schlecht zu konstrieren sind, also von wegen zeitlich einzuhalten sind in einer bestimmten Zeit. Das sind typischerweise Reset-Netze. Und jetzt sagt der FPGA-Designer, ich brauche ja eigentlich gar kein Reset. Weil wenn ich den FPGA konfiguriere, habe ich mit der Konfiguration jedem einzelnen Flipflop gesagt, was sein Startwert ist. Sowas wie ein Reset-Wert halt. Und danach, wenn ich irgendwelchen Trouble bekomme und sage, ich müsste jetzt eine Reset-Leitung ziehen, kann ich genauso gut an der Konfiguration ziehen und sagen, konfiguriere mir mein FPGA nochmal. Dauert ein bisschen länger, aber der Effekt ist der gleiche. Und ich habe die ganzen Reset-Leitungen eingespart. Okay. Und da ist es nämlich jetzt so, Resets sind bei FPGAs zu vermeiden und die wird plötzlich viel, viel schneller. Und dann sieht nämlich der Prozess wieder ganz anders aus. Also wir haben dann irgendwie Register und wir haben nur noch beim Always das Post-Edge-Clock. Wir haben hier kein Reset mehr drin. Brauchen wir nicht. Okay. Das passt da nicht rein, da ist ein Fehler drin. Okay. Jetzt haben wir aber das Problem, wir wollen ja eigentlich Code schreiben, der auf ASICs und FPGAs zu benutzen ist. Da kommt eine Frage rein. Noch eine Frage, und zwar, wenn man jetzt diesen Reset nicht hat, wo kommt denn dann eigentlich der Startwert her? Ich denke, ist der da null? Du meinst jetzt hier in dem Fall? Ja. Wenn ich haben würde, ist es nicht null. Also es gibt, so wie es jetzt dasteht, würden die Toolhersteller wirklich eine Null draus machen. Ich komme jetzt irgendwie noch auf eine Lösung, die sozusagen beides erlaubt. Und da steht es wirklich explizit drin. Okay. Und die Lösung eigentlich sozusagen, um einen Code zu schreiben, der sowohl auf dem SPEA laufen könnte, als auch ASICs, ist eigentlich ein bisschen umständlich. Man braucht sowas wie ein Conditional Compiling. Also wie man es von C kennt, irgendwie ein Define dazwischen. Und das kann dann halt so... Okay.
kleiner Zwischending. Also dieses Define da hier von wegen welchen Coding-Style ich, oder dieses Define heißt bei mir halt Coding-Style FPGA. Sprich, ich will beim FPGA kein Reset drin haben. Das Ding kommt bei mir ins Makefile. Wenn ich den Aufruf mache, von wegen Synthese jetzt für ein ASIC, ist es nicht drin. Der nutzt da sozusagen das Reset, was überall im Code drin steht. Wenn das Ding aber gesetzt ist im Makefile, wird er die Sachen rauslassen. Und jetzt müssen wir ein bisschen das hier im Sacken lassen. Da ist das, was du eben mit der Frage hattest. Da ist mein Reset-Wert drin und da ist die Zuweisung. Also wir haben ja hier von wegen, wenn FPGA definiert ist, dann gebe ich dem Register den Default-Wert mit, also den Init-Wert, wie es heißt. Mit dem Wert würde er starten nach der Konfiguration. Und wenn nicht, dann bin ich sozusagen im ASIC-Zweig und dann ist erstmal ohne Init-Zuweisung, weil ASIC, die können das nicht, die Synthese-Tools, die sind da überfordert. Das, was jetzt kommt, sieht ein bisschen hässlich aus. Ist aber eigentlich so eine Sache, wenn man es einmal geschrieben hat, macht man Copy und Paste und gewöhnt sich dran. Also der Coding-Style von wegen für FPGA ist nur der Clock drin und ein Beginn. Wenn ich im ASIC drin bin, dann habe ich beides drin, also nämlich da auch der Reset drin, dann habe ich den Reset-Zweig drin, wo ich wieder diese Default-Variable von da oben benutze, einmal. Oder das zweite Mal, hier habe ich das schon einmal benutzt. Und ich höre dann sozusagen auf und bin hier in der ganz normalen Bedingung, operational, wie auch immer, was sonst so laufen würde. Soweit so klar? Meine Frage dazu ist, könnte ich nicht einfach das der Synthese überlassen, das rauszuwerfen? Also wenn ich im Prinzip immer mit Reset die Implementierung, also es immer mit Reset schreibe, aber dann nachher das Reset-Signal immer fest auf 1 habe im FPGA-Teil, dann wird die Synthese das ja komplett rauswerfen, weil es nie Flanken drauf gibt. Und dann hätte ich quasi nur einen Codepfad, der für beide funktioniert, ohne die Defines und IfDefs. Also die Variante, die da steht, funktioniert wirklich in beiden Richtungen. Wenn man Synthese sagt, von wegen ich resette oder ich schreibe immer mit Reset und besetze den Reset dann mit einem Startwert, dass er sozusagen nicht gültig ist oder wie auch immer wegsynthetisiert wird, ist unschön, würde vielleicht gehen. Aber jedenfalls die Variante da, die kann ich nur sagen, die benutze ich irgendwie seit irgendwie fast 10 Jahren und habe bisher nie wieder Probleme gehabt. Vorher habe ich auch eine ganze Weile damit rumexperimentiert, wie man es am besten macht. So hat es auch den Vorteil, dass der Code wirklich einfacher ist und die FPGA-Tools dann die wenigsten Probleme damit kriegen. Okay. Achso, ja, kleinen Nachteil haben wir trotzdem. Wir müssen beide Fälle, also mit und ohne Reset sozusagen, gucken in der Simulation, Verifikation, dass die funktionieren. Den Reset, wenn ich den Reset jetzt nicht verkabel in der, im Code, würde sich doch nachher der Benutzer des Chips wundern, dass nichts passiert, wenn ich am Reset ziehe. Wie kriege ich das denn in den Griff? Wenn, wie soll ich sagen, also das Tool selber stört sich da nicht dran. Gibt auch keine unbedingt Warnung daraus. Also, da weiß ich nicht, muss ich passen. Ja, weil sozusagen eine schöne Antwort davon einfallen könnte. Ja. Also ich habe noch keine Warnung gesehen, weder bei ASIC oder FPGA-Tools, die dazu was gebracht haben. Test, ich meine mit Benutzer des Chips, der den tatsächlich in der Hand hat nachher und irgendwo einlötet, wenn der am Reset zieht, um den Chip zu resetten, wird ja nichts passieren, wenn ich... Also das, ach so, beim richtigen Chip, also wenn du Silizium in der Hand hast, dann hast du ja diese Variable hier oben für FPGA-Coding-Style nicht gesetzt, die da. Und dann synthetisiert... Ein FPGA hat selten Reset draußen dran. Also der Reset, wenn, dann ist er an der Config angeschlossen, dass sozusagen auch der lokalaktive Config gezogen wird und dann wird wieder neu konfiguriert. Also es wird nicht sozusagen im FPGA ein Reset gezogen, sondern die ganze Konfiguration wird neu geladen.
Also mir ist wirklich noch kein Fall untergelaufen. Also das, was ich schon gesehen habe, sind irgendwelche Sachen, dass Leute ein bisschen clever waren, die sagen, wir hatten eine PLL drinne und die, wir wollen sicherstellen, dass die PLL läuft. Wir haben sozusagen einfach nur geguckt, am Anfang, wenn die PLL eingeschwungen ist, das Log-Signal kommt von der PLL und gesagt, jetzt geben wir den internen Reset frei. Das war drin. Aber man macht sich beim FPGA wirklich mit Reset das Timing kaputt. Es geht auch mit, aber es geht auch ohne. Manchmal braucht man ja irgendeinen Schaltkreis, der das Reset-Signal noch regelt, weil ansonsten macht man sich immer das Timing kaputt, das stimmt ja schon. Weil wenn man jetzt verschiedene Clock-Domains hat, muss man es ja auch irgendwie synchronisieren. Also Clock-Domains ist so ein einzelnes Ding, ja. Was Besonderes. Also denke mal, kurz auf den Einführung. Also grob gesagt, sagen wir so, erste Näherung machen wir es so, zweite Näherung haben wir bestimmt irgendwo noch eine Sonderlocke extra, wo es die uns begründet sagt, warum es nicht so geht. Okay, jetzt haben wir jetzt schon eine ganze Menge Code gesehen. Will ich mal auf einen anderen Punkt einspielen. Ich habe hier bei dem Z-Default mal so irgendwie einen Underscore vorne drin gehabt. Man sollte beim Code schreiben sowas wie Naming Rules einhalten. Manchmal ist es ganz praktisch, genau die gleichen Namen zu verwenden, wie sie in Aspekt drin stehen, wie sie irgendwie Algorithmus drin stehen und sozusagen da eine Referenz hat. Es ist auch sinnvoll, Signale so zu benennen nach high-aktiv, low-aktiv. Also Reset hatten wir schon, aber meiner war ja bis immer high-aktiv. Wenn man ein low-aktives Signal hat, dann gibt es dieses under n meistens hinten dran gehängt. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ich will aber auch wissen, wenn ich einen Port habe, ob das Signal jetzt rein oder raus geht aus dem Port. Also der Wishbone-Standard hat das zum Beispiel so drin. Ist eine gute Sache, sehr zu empfehlen, wenn man sozusagen an den Port-Signalen das dranstehen hat, ob rein oder raus. Bei der Instanzierung sieht man das dann sozusagen sofort, ohne erst wieder in den Header reingucken zu müssen. Allerdings, wenn man das Post mitmacht, also hinten dran hängt, dann hat man irgendwas, dieses Under-O, und das wird ein bisschen hässlich, wenn man ein low-aktives Signal hat oder sagt, man hat ein Enable-Signal und dann kommt hinten wieder was dran. Es kollidiert so ein bisschen. Ich bevorzuge eigentlich die Prefix-Notation, also man sozusagen sowas hat wie bei Input für ein I-Under und dann der Portname, für ein Output ein O-Under-Port. Vorne dran stürzt nicht, hinten dran kann man immer das low-aktiv oder sonst was lassen. Konvention so ein bisschen, also IO hatte ich jetzt eben schon, IO für BD. Es gibt auch Signale, die rein und rausgehen können gleichzeitig, also auf dem Chip eher auf der Außengrenze per Seite. Es gibt auch Signale, die außerhalb oder nach draußen hin High-Act, Tri-State sein können. Tri-State ist, wie soll ich es erklären, also einmal kann man sich vorstellen, es treibt einen niedrigen Pegel oder einen hohen Pegel und dann gibt es sozusagen einen flotenden Zustand, wenn sozusagen gar nichts getrieben wird und der Ausgang irgendwo hingeht, also hochohmig ist. Das kann, wenn man so eine bestimmte Eigenschaft auf dem Signal hat, sollte man das irgendwie auch mit dem Namen irgendwie kennzeichnen, weil dann guckt man gleich wieder genauer hin, das auch immer alles richtig macht. Eine Konvention hier auch noch, wenn man Wires hat, also einfach nur Drähte, benutze ich ein W vorne dran, intern, für Register ein R. Ist eigentlich nachvollziehbar. Gibt auch Leute, die machen bei VHDL immer ein S vorne dran für Signal. Nur da sieht man so den Unterschied nicht so schön, ob das sozusagen ein Speicherverhalten drauf hat, also registert ist, oder nur ein ganz normales Wire. Das ist in meinen Augen ein Nachteil in VHDL. Bei Parameter, also die sozusagen von draußen reinkommen können ins Modul, konfigurierbar sind, kann man auch ein P davor schreiben. Bei Local Parameter, die konstant sind, sozusagen intern, kann man C davor schreiben. Gibt auch welche, die machen es eher so wie bei C, die fangen dann an, alles groß zu schreiben. Das Großschreiben lasse ich eher so bei den Defines. Okay. Noch ein wichtiger Punkt, bei den ganzen Sachen hier, Signalnamen, Verilog ist case-sensitive, im Gegensatz zu VHDL. Also wenn man da irgendwelche Bezeichner groß und klein schreibt, sind die unterschiedlich. Aber man sollte trotzdem aufpassen oder seine Tools kennen, weil es gibt Tools,
die einfach mal unter der Haube, ohne ein Wörtchen darüber zu verlieren, alles nach groß oder nach klein konvertieren. Und dann passt das plötzlich nicht. Gibt es irgendwelche Konflikte mit irgendwelchen Signalen, die plötzlich gleich geworden sind. Deswegen ist hässlich. Case-sensitiv sollte man wissen und nicht benutzen. Okay, und jetzt kommen wir zu einem richtig heavy Stuff. Da können wir uns, glaube ich, noch eine Weile drauf aufhören. Finite State Machines. Schon mal jemand davon was gehört? Okay, fangen wir nicht bei Null an. Also Wikipedia, erster Schritt, Lehrbücher gibt es ohne Ende, guckt es euch an. Finite State Machines ist eigentlich so das Mittel der Wahl bei der Hardwareentwicklung. Also es ist so, wie von wegen, wenn man Hammer hat, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Wir haben wirklich Finite State Machines. Damit können wir fast alles erschlagen. Sie sind sehr, sehr universell, sehr mächtig und wenn man erstmal angefangen hat, sie zu verstehen und damit Code zu schreiben, kann es passieren, dass jedes Modul irgendwie eine Finite State Machine enthält und diese ganzen anderen, diese ganze Crappy-Logik irgendwie mal weglässt. Deswegen meine ganz heiße Empfehlung, angucken, lernen. Es gibt zwei Finite State Machines, also zwei Prinzipien. Das eine nennt sich Moore und das andere Mealy, nach den beiden Leuten, die sich damit auseinandergesetzt haben. Ich bevorzuge Moore, kommen wir vielleicht noch dazu. Okay, Best Practice, also wie man sozusagen sowas schreiben kann, dass es dann auch lesbar ist. Was ich auch über die vielen Jahre immer wieder gesehen habe bei den Finite State Machines, man kann den Code richtig schön hässlich schreiben. Also da ist sozusagen, die Möglichkeiten sind grenzenlos. Lesbaren Code zu schreiben, ist schon eine Herausforderung. Man sollte sozusagen wissen, wie man es macht. Aber beim Best Practice, das Einfachste, wirklich straightforward, runterschreiben, lesbaren Code gestalten, ist so eine Drei-Prozess-Geschichte. Also wir schreiben den ganzen Automaten in drei Prozessen. Der erste Prozess ist kombinatorisch. Und da machen wir nichts anderes als den Next State ausrechnen. Einfach mal nachgucken, was müsste jetzt anhand dem State, den wir im Augenblick haben, also Current State, was müsste sozusagen der nächste sein, gucken wir auf die Eingänge und sagen, das ist unser Übergang. Der zweite Prozess, den wir haben, ist registered. Das ist sozusagen das Speicherverhalten. Da merkt er sich, in welchem State er ist und übernimmt sozusagen das, was vom Next State reinkommt, als nächsten State-Zustand, wenn man so schön sagen kann. Und der dritte davon, dritten können wir sagen 3++. Das können beliebig viele werden, aber das ist so die Dependency, also alles das, was davon abhängt. Wenn man jetzt nochmal an Moore zurückdenkt, Moore sagt, der Ausgang von dem Finite State Machine hängt nur von dessen Zustand ab. Mealy sagt, es kann vom Zustand abhängig sein und vom Eingang gleichzeitig. Das ist ein bisschen hässlich. Da macht man sich das Timing kaputt, will man nicht haben. Moore geht schneller. Kriegt man wesentlich schneller synthetisiert, also auf höhere Frequenzen gedacht. Ist auch einfacher zu lesen. Also Moore, merkt es euch. Und 3++ hatte ich gesagt, wenn man sozusagen diesen Prozess für jeden einzelnen Ausgang, meinetwegen, wenn man lustig ist, selber einzeln schreiben kann. Also man muss nicht alle Ausgänge in einen Prozess reinschreiben, man kann sozusagen dafür beliebig viele machen, aber die gucken alle nur nach dem Current State. Okay. Da nochmal der Hinweis, Moore performs better. Sogar mit Wikipedia-Eintrag. Okay, wie sieht jetzt sowas aus? Der Next State, also ganz am Anfang. Gibt es auch wieder so ein paar Sachen, was falsch machen kann? Fangen wir damit an. Die erste Variante ist hässlich. Geht mal hin und benutzt die Defines. Defines kann, wie bei C, kann man Konstanten definieren. Aber es ist das so, Defines gelten so lange vom ersten Auftreten an bis zu dem Augenblick, wo der Code endet, also sozusagen die ganze Datenbasis durch ist, oder bis die irgendwann undefined sehen. Bei Synthese von irgendwelchen Chips sind wir nicht unbedingt auf die Reihenfolge angewiesen, in welcher jetzt irgendwelche Files gelesen werden müssen.
Dafür sind die Tools klug genug. Also wir haben sozusagen ein stochastisches Element drin, in welcher Reihenfolge da was gelesen wird. Deswegen wissen wir nie, wo unsere Defines, die wir gemacht haben, in welchem Code die landen. Wenn wir dann einen Namenskonflikt haben, haben wir ein Pech. Oder wir kriegen irgendwelche anderen rein mit einem Namenskonflikt. Also kann man so machen, sollte man nicht so machen, vermeiden. Okay. Und was hier noch so eine Geschichte ist, da sind die States einfach nur durchnummeriert. Von wegen State 0, State 1, State 2. Ist nicht jetzt unbedingt lesbarer Code. Geht sicherlich besser. So, also mein Hinweis dazu, bitte Defines in State Machines vermeiden. Wenn man es besser machen will, nutzt mal die Local Params. Aber die Local Params sind wieder so eine Geschichte. Verilog 2001. Die 95 kannte das noch nicht. Und hier habe ich es auch so, ich habe hier ein S vorne dran, den weiß, das ist für mich ein State. Habe den State auch einen vernünftigen Namen gegeben, was da passiert. Sehe ich am Namen schon oder kriege vom Namen her schon eine Vorstellung, was ich damit machen möchte. Jetzt ist es so, diese Durchnummerierung hier hinten, die ist schon sozusagen, wie Lachs sagen will, völlig wurscht. Es muss nur eindeutig sein. Ich kann Buchstaben reinnehmen, ich kann Strings reinnehmen, ich kann Zahlen reinnehmen. Ist völlig wurscht. Die Tools sind soweit in der Lage, dass sie sich das selber auseinanderklamüsern und die beste Lösung dafür finden. Man kann ihnen vielleicht noch ein bisschen auf die Sprünge helfen, muss man aber nicht, indem man zum Beispiel OneHot benutzt. Frage? Was jetzt die beste Codierung ist dazu, hätte ich dann aber auch schon noch mal eine Meinung als Designer. Also jetzt eben zum Beispiel OneHot oder welche Hamming-Distanz ich eben haben möchte zwischen meinen States oder ob ich irgendwelche Sachen haben möchte, das muss ich dem Tool ja dann irgendwie mitteilen. Heißt das im Endeffekt, dass mir jetzt ein Verilog-Synthesizer hier hinten die Codierung dann noch mal neu machen würde? Also das, was ich bisher gesehen habe an Tools, Verilog oder andersrum für FPGAs, ist es definitiv so. FPGA-Tools scheißen drauf, was du für eine Codierung gegeben hast. Okay. Man sieht es irgendwann später in den ganzen Durchläufen, dass er sagt, ich habe jetzt von da nach da transferiert. Also von wegen dieses OneHot war mir zu blöd, ich habe jetzt doch Binary draus gemacht. Oder dieses Binary war mir zu blöd, ich habe OneHot draus gemacht. Das passiert immer wieder. Okay. Aber es ist wirklich so, also es ist denen völlig egal. Man kann hier eigentlich auch Strings reinschreiben. Das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich auch öfters mal gesehen habe, wenn jemand Waveforms machen möchte, also Waveforms damit betrachten möchte und jetzt sozusagen so einen Automaten hat, der sieht ja dann irgendwie bloß eine Codierung da drin. Und das ist ein bisschen blöd, wenn man es nachvollziehen will, in welchem State man sind. Man kann sozusagen dann irgendwie einen String reinmachen von wegen idle. Man kann einen String reinmachen run. Und das sieht man dann auch im Waveform. Also OneHot hatten wir ja irgendwie schon. Warum OneHot? OneHot heißt, ich habe, wenn ich irgendwie so mehrere States habe, für jeden State immer alle Bits in der Codierung 0, nur eine einzige 1 drin. Dadurch, dass ich mich dann da verlassen kann, dass ich sozusagen nur eine 1 drin habe, macht es mir das ein Coding einfacher. Ich muss nicht mehr nach dem ganzen Bundle an States gucken, also irgendwie so von wegen, sagen wir mal, ich habe 64 States, müsste ich nicht mehr über 64 solche Register gucken und das ausdiskutieren, ah, jetzt habe ich den State und ich gucke nur noch nach diesem einen einzigen, der 1 ist. Und damit habe ich diese ganze Codierlogik weg und habe es mir viel, viel einfacher, oder Synthese-Tool hat sich es einfacher gemacht, die Logik wird einfacher. Es geht aber auch andersrum. Also es geht auch mit zum Beispiel OneCold, also dass man sozusagen alles einsetzt und dann irgendwie eine Null setzt. Also da kann man viele, viele Sachen Automaten schreiben. Okay. Also das ist jetzt hier so ein Beispiel, wie man sozusagen die States, also die Signale dazu beschreiben kann. Also wie gesagt, ich rede ja immer vom Next State, also vom nächsten und von dem Current. Current ist der aktuelle, den ich eigentlich haben will. Und eine Sache, wo ich euch hinweisen will, ist das da oben. Seht ihr das? Da steht Register dran. Ihr habt aber gesagt, Next State, da mit dem Wire, also W vorne dran, ist eigentlich ein Wire. Sprich eigentlich kombinatorisches Signal.
Der Grund, warum ich jetzt aber hier ein Register hinschreiben muss, ist nämlich der da hinten. Ich will es in der Case-Anweisung benutzen. Sehen wir nachher noch. Okay, jetzt haben wir hier mal so eine Case-Anweisung. Also ich habe hier zum Beispiel mal ein Signal, was soll mir meinen Eingang darstellen oder irgendwie so ein, die Bedingung, dass sozusagen der Automat von einem State zum anderen rumspringt. Hab da wieder das Asterix davor. Also ich nehme alles rein. Ich spare mir den Ärger mit der Sensitivity-List und gucke beim Case nur noch nach Current State. Was ihr vielleicht auch sehen könnt bei dem Orvis, es gibt kein Beginn und kein End. Das ist ein bisschen Faulheit, Trägheit. Sozusagen für mich zwei Zeilen eingespart, weil ich ja nur dieses Case drin habe. Das Case wirkt in dem Fall wie ein Beginn-End, wie so eine Loop drumherum oder eine Klammer dafür. Okay, also Current State gucke ich mir an. Hatten wir da oben definiert, wieder in der gehabten Art und Weise mit dem Coding-Style. Und sage, wenn ich jetzt in Idle bin und kriege das Enable-Signal, dann ist der nächste State mein Run-State. Also soll irgendwas passieren. Wenn nicht, soll er in dem State bleiben. Jetzt noch einen kleinen Trick, den werdet ihr vielleicht noch gar nicht sehen. Kann ich euch auch erklären. Wenn ich jetzt reinschreiben würde, Next State, würde wieder dieses S-Idle da hinten stehen oder hinschreiben würde. Wäre es formal genau das gleiche. Ändere ich aber später irgendwie mal meine State-Namen, stolper ich darüber. Oder es verschiebt sich irgendwas, ich mache irgendwelche Änderungen dran, sagen wir, pinkel ich mir selber ins Bein. Der Trick dazu ist, wenn ich sage, ich will einen Hold machen, also wirklich in dem State bleiben, ich weise einfach den Current State zu. Und damit kann ich diese Anweisung überall in meinen Case verschieben, kann umsortieren und das Hold bleibt ein Hold. Und jetzt haben wir es hier so, also dieses Enable benutze ich als Start Condition. Da ist wieder auch der Trick drin, den wir im Workshop hatten, von wegen, dass dieses Signal als Wahrheitswert interpretiert wird. Und beim Run ist es so, habe ich hier ein Ausrufezeichen davor. Ausrufezeichen davor ist sozusagen den Wahrheitswert wieder invertieren. Dann mache ich sozusagen ein False, also ich gucke hier nach dem False, nach der Stop Condition. Also wenn sozusagen mein Enable aufhören würde, dann soll der nächste dann sein. Das Hold ist auch wieder hier mit Current State definiert. Da haben wir das dann. Von wegen alles fertig. So sieht im Regelfall so ein Automat aus. Also er hat irgendeine Startbedingung. Von wegen Nutzer drückt irgendwie eine Taste, denn der Automat gibt ihm meinetwegen sein Geld, bargelt, der kauft seine Fahrkarte, am Ende ist er fertig, geht nach dann, sagt danke für den Fisch, fängt wieder von vorne an und wartet auf den nächsten Kunden. Und genauso funktioniert unser Automat. Also wie gesagt, Automaten sind eine ganz mächtige Waffe. Und ich habe jetzt hier noch eine Sache drin, das ist dieses Default. Das schreibe ich irgendwie schon routinemäßig hin. Wenn ich jetzt hier States habe, die vielleicht nicht völlig auskodiert sind, also von wegen, ich habe nur drei drin, ich habe aber da oben vier definiert, passiert es mir, dass es sozusagen hier an der Stelle dann irgendwie so eine Situation kommen würde, dass er sagt, in dem Fall wüsste ich ja gar nicht, was ich da machen soll, und nimmt ein Speicherverhalten an. Sprich, er baut mir ein Latch rein. Ich will aber gar kein Latch haben für Next State. Ich will, dass er wirklich rein kombinatorisch macht. Also sage ich dem, wenn sozusagen Default, wenn irgendwas passiert, also irgendwie meinetwegen Error oder irgendwie sowas, dann soll er mir nach Idle gehen. Und damit ist immer definiert, was der Default-Fall ist und was er machen soll, um es wirklich ausdekodieren zu können. Okay. Und da haben wir ja noch den Hinweis drauf hier, für dieses Case da, um dem NextState das zuweisen, also NextState hier in diesem Case behandeln zu können, muss ich, wo haben wir es? Da oben das Register schreiben. Ansonsten kriegt er eine Warnung. Kriegt er sofort um die Ohren gehauen. Okay. Diese NextState, also um nochmal auf den Automaten zurückzukommen, er macht ja nichts anderes, als sozusagen auf den CurrentState zu gucken und auf Eingänge. Was wir am Ausgang damit machen, ist erstmal völlig wurscht. Wir gucken nur auf Eingänge. Merkt's euch. Der Current State denn dazu? Der wird sogar noch einfacher. Die Case-Anweisung ist hier vielleicht nur übersichtlich, die kann aber auch mal ausufern. Das Ding hier unten bleibt einfach. Eigentlich machen wir nichts anderes, als wieder sozusagen, ja, Coding-Style, egal, können wir drüber gucken. Wir haben den
Idle als Reset. Und da ist die interessante Sache drin. Das heißt also, mit jedem Takt machen wir nichts anderes, als den Next State dem Current State zuweisen. Das ist unser ganzes Speicherverhalten. Sozusagen für diese eine Zeile Code haben wir den ganzen anderen drumherum geschrieben. Okay. So. Jetzt noch eine kleine Herausforderung. Kann ja passieren, dass meinetwegen stellt man den Fahrkartenautomaten vor, der Nutzer steht davor, kauft seine Fahrkarte, irgendwann drückt er die Abbruchtaste. Das kann im beliebigen Augenblick passieren. Wie wollt ihr jetzt damit umgehen mit so einem Automaten? Vorschläge, Ideen? Also, okay, hässlich ist erstmal da unten. Ja? Ich müsste diese Ausnahme sozusagen hier immer erstmal reingucken. Also bevor ich sozusagen irgendwie gucke, wie mein Automat richtig funktioniert, sondern muss ich gucken, wie er falsch funktioniert, von wegen irgendeiner drückt die Abbruchtaste. Und wenn ich das hier oben irgendwo vergesse, dann kann es passieren, dass der Automat irgendwo im Autozustand ist, der drückt seinen Abbruch, aber ich habe es da gerade vergessen. Das ist hässlich. Und deswegen besser da unten einfach zu sagen, okay, dieses baue ich ein, und zwar da. Und diese Zeile habe ich dabei. Komm mal. Ja, haben wir. Also da unten, von wegen, ich habe jetzt hier dieses Interrupt-Signal zusätzlich, das ist die ganze Änderung dazu, meine Exception. Und dann mache ich nichts anderes als nach Error springen, um sozusagen irgendwelche Sachen da abzufangen oder sowas. Also ich kann aus einem beliebigen State habe ich sozusagen die Möglichkeit, eine höhere priorisierte Eingabebedingung zu haben. Also wie zum Beispiel Abbruch, wie ein Interrupt oder irgendwie sowas. Mache ich da als erstes abfragen, meine Ausnahmen. Und wenn aber alles gut gegangen ist, sage ich, okay, dann soll ganz normal weiterarbeiten. Und damit habe ich es geschafft, aus jedem beliebigen State, egal wo der ist, meinen Abbruch reinzubasteln. Und ich habe schön einfachen Code. Okay, jetzt sind wir bei den Sachen, was der Automat eigentlich machen soll. Bisher haben wir nur konstruiert. An Ausgängen wollen wir aber eigentlich was steuern. Wir wollen irgendwas verändern, wie auch immer. Und dafür brauchen wir die Dependencies. Also die Output-Variablen wollen wir in Abhängigkeit vom State verändern. Ich habe jetzt hier mal was ganz Einfaches geschrieben. Also ein Ausgang, der sagt nur, wenn der Automat läuft, soll der Output auf 1 sein. Bei Default, also sprich, wenn irgendwie was anderes ist, also Idle hatten wir, Error hatten wir, was hatten wir noch, dann hatten wir, man soll einfach auf 0 sein. By the way, die Konstruktion hatten wir im Workshop auch nicht. Da hatten wir aber nur mit Integer-Zahlen gearbeitet. Funktioniert ja auch, dass wir sagen, mit D, also ich sage, die 1 ist sozusagen als Dezimal zu interpretieren. Das ist zwar völlig sinnlos in dem Fall, aber es geht. Also man kann es mit Hex machen, man kann es mit Binär machen, man kann es mit Dezimal machen, genau. Okay. So, dann habt ihr jetzt erstmal einen Eindruck davon, wie so ein Automat geschrieben wird. Drei Prozesse. Den Next State, Current State, also Next State kombinatorisch, Current State registered und Dependency. Dependency, wenn ihr reinguckt, der ist auch wieder eigentlich nur kombinatorisch. Ich brauche an der Stelle eigentlich kein Registert. Also es bringt mir nichts, wenn ich sozusagen Ausgangsverhalten registert davon ableite. Gibt natürlich wieder Ausnahmen davon, manchmal kann es sinnvoll sein. Dann sage ich, ich will jetzt irgendwie einen Toggle-Flip-Flop haben, das soll in dem State auf 1 toggeln und den anderen wieder zurück oder sowas, dann kann es sinnvoll sein. Aber ansonsten, um irgendwelche solche Sachen zu machen, brauche ich es nicht. Okay, jetzt wird's haarig. Da geht's weiter. Clock Domain Crossing. Jetzt kommen wir so ein bisschen weg von den Language Features, also von Verilog. Jetzt kommen wir also zur Schaltungstechnik. Ich habe hier ein Stückchen Code, ein bisschen länger geworden. Und ich habe hier dazu ASCII Art. ASCII Art, muss ich sagen, mindestens seit 15 Jahren immer wieder.
Einfach aus dem einfachen Grund, wenn jemand im Quellcode guckt, hat er meistens die Doku nicht gelesen. Oder hat sie nicht daneben liegen oder wie auch immer. Oder ich müsste mir den Aufwand doppelt machen. Also mache ich sozusagen schaltungstechnische Details, die vielleicht ein bisschen haariger zu verstehen sind, beim ersten Mal drauf gucken, beim zweiten Mal, wo sozusagen irgendwie erstmal länger drauf starren muss. Die male ich ganz gerne in ASCII-Art dazwischen. Und hier habe ich so ein Stückchen für das da oben. Also ihr könnt euch jetzt hier unten ASCII-Art angucken und könnt mal gucken, ob ihr das Stückchen Code da oben mitchen kriegt. Gebe ich auch mal ein paar Minuten. Also die Leute aus dem Workshop, die haben es vielleicht einfacher. Die Zeile hier, das ist die wichtige. Also hier oben, wieder wie wir es alles gehabt haben, wie wir es definiert. Diese Zeile hier mit den geschweiften Klammern, da war was, die Concatenation. Stiftregister. Gibt es in der VirtualBox ein kleines Beispiel. Aber eigentlich, okay. Was ich mache, ja, dieses Signal schiebe ich wieder sozusagen in dieses Shift-Register rein. Also da kommt's. Dieses Shift-Register ist sozusagen, da geht es nur bis zur 1, nicht bis zur 0, obwohl es da oben bis zur 0 definiert worden ist, also ein Bit schmaler. Ich habe sozusagen diese drei Register hier, Flip-Flops, schneide jetzt sozusagen das unterste ab und hänge das davor. Und das ist genau dieses Schieberegisterverhalten. Aber warum brauche ich das? Wenn ich Signale habe, die von draußen kommen, vom Pad zum Beispiel, ganz beliebt, die aus einer anderen Clock-Domain kommen, also wo ich sozusagen weiß, dass die zu meiner Clock nicht synchron sind. Die muss ich einsynchronisieren. Sonst komme ich wirklich in Teufelsküche. Weil ich nie garantieren kann, zu welchem Zeitpunkt diese Signale sich ändern. Mache ich es direkt kurz vor der Flanke, erwische ich es noch oder erwische ich es nicht mehr. Und Flipflops haben immer so ein bisschen, so ganz beliebt, Setup and Hold Violations. Das sind solche Geschichten von wegen, bis wann darf sich vor der Flanke noch ein Signal ändern, ab wann darf sich es wieder nach einer Flanke ändern. Um solchen Ärger zu vermeiden, einsynchronisieren. Kriegt man eigentlich an der Uni immer wieder gesehen. Gesagt, ja. Ich habe es jetzt hier so gemacht, dass das sogar ein bisschen generisch ist. Weil der eine sagt, ich will aber mindestens zweimal einsynchronisieren, andere sagt mindestens dreimal. Damit man das sozusagen ändern kann, gibt es da oben diesen Parameter. Das ist kein Local Param, das ist Param. Das heißt also, ich kann für jedes Modul immer von außen sagen, bitteschön in dieser Stufe dreimal. Wenn ich dann irgendwie eine Policy habe, wenn mein Chef sagt, ich will jetzt aber für den ganzen Chip dreimal, gebe ich an oberste Stelle ein dreimal, propagiert durch, weil ich es entsprechend so gemacht habe und es wird überall gleich einsynchronisiert. Okay. Und der Grund, warum man es macht, da steht da unten auch, könnt ihr euch auch mit auseinandersetzen, das ist so ein ganz heikles Thema, Metastability. Okay, Clock Domain Crossing, ganz wichtig. Also wirklich, merkt es euch, wenn ihr irgendwie Signale habt, die aus einer Clock Domain kommen, in eine andere reingehen, und wenn es ein Handshake-Signal ist, einsynchronisieren. Das bekommt ihr zum Beispiel auch auf dem ASIC. Stellt euch mal vor, ihr macht einen Block, der wird ein bisschen größer, und der Layouter sagt, ich will gerne diesen Block einzeln layouten, weil ihm das Leben irgendwie einfacher macht. Danach hat er sozusagen so ein Stückchen Layout, das packt er dann noch auf den Chip daneben und hat vielleicht irgendwie mehrere von diesen Blöcken. Untereinander die Signale, die laufen zwar vielleicht offiziell theoretisch mit der gleichen Clock, aber dadurch, dass die Distanzen so groß sind, müssen die Signale alle als asynchron betrachtet werden. Das heißt also, wenn ich sozusagen so ein Signal habe, was von Block A nach Block B geht und einfach so eine lange Distanz überwinden muss, ist einfach die Policy, ich muss es einsynchronisieren. Das heißt also, nächste Block rein und ich habe dann irgendwo wieder so eine Konstruktion drin, einsynchronisieren. Also das taucht immer wieder auf.
angucken. Lernen. Okay. Jetzt kommen wir zu so einem Punkt, wie gesagt, ihr sollt alles einsynchronisieren. Aber was passiert? Oder sagen wir so, dieser Mechanismus hier funktioniert nur, wenn ich Signale habe, die sich langsamer als meine Clock ändern. Also richtig schön langsam. Typischer Fall zum Beispiel, hier, Nutzer drückt einen Knopf, der Knopf prellt, aber das Signal selber ist deutlich langsamer als meine Clock auf dem Chip. Dafür funktioniert es. Wenn ich jetzt aber sozusagen mit den Änderungen irgendwie in die Nähe komme, sagen wir so 3-4 Mal irgendwie sowas gerade mal langsamer als meine Clock, dann wird es schon schwierig. Muss ich mir andere Sachen einfallen lassen. Oder ich habe Signale, die aus einer ähnlichen Clock-Frequenz kommen, die dann plötzlich irgendwie rüber synchronisiert werden müssen. Dafür gibt es ein bisschen Tricks. Also hier das einfache Ding, dreimal abtasten, funktioniert. Aber ihr müsst aufpassen, dass die Signale hier sich nicht zu schnell ändern. Okay, jetzt haben wir gar keinen Code mehr. Jetzt haben wir nur noch ASCII-Art. Das ist ja nämlich ein bisschen zu lang. Aber das ist so eine Geschichte, die muss ich auch immer wieder neuen Designern oder Designern, die mir über den Weg laufen, irgendwie erstmal beibringen. Irgendwie vermisst die Uni da was. Wenn ihr Signale habt, die zum Beispiel so pulsförmig sind, hier, also diese eine W-Form hier, ist das Signal. Für einen Takt habt ihr eine Aktivität drauf. Das könnt ihr nicht mal so eben in eine andere Clock rüber synchronisieren. Ihr müsst es erwischen. Aber ihr habt keine Garantie, dass es erwischt. Wenn es einfach nur abtaktet. Kann gut gehen, muss nicht. Und jedes Mal muss nicht oder also kann schief gehen, bedeutet für euch auch, dass irgendwie der Chip irgendwo am Ende in einem Zustand landet, der vielleicht so nicht vorgesehen war, der irgendwie sowas wie, jetzt müssen wir mal Reset pullen heißt. Also richtig machen. Aber wie kriegen wir das hin? Wir machen aus einem kleinen Signal in einer Clock-Domain, das nur für einen Takt aktiv ist, wie machen wir daraus wieder ein ordentliches Signal in einem anderen Clock-Domain? Und der Trick ist dabei, wir verschaffen uns mehr Zeit. Hier haben wir ja nur einen Takt, um es zu erwischen. Wenn wir dieses Signal hier aber dazu benutzen, einen Flip-Flop zu toggeln, nämlich das da, steht ein T dran. Sprich, dieses Flip-Flop, jedes Mal, wenn ein Event reinkommt, kippt das einfach nur einmal im Ausgang. Dann haben wir nämlich plötzlich die ganze Zeit zwischen zwei Events dafür Zeit, das Ding einzusynchronisieren. Seht ihr es? Okay. Jetzt haben wir aber hier gesagt, wir haben hier einen Puls. Wir wollen auch gerne wieder einen Puls da hinten rauskriegen. Das haben wir jetzt zum Einsynchronisieren. Ich habe jetzt hier mal die Glock dazu gemalt. Da mit den doppelten, das sind meine aktiven Flanken. Wenn man sich das Zeitfeld anguckt, hier bei dieser Flanke wird dieses Schieberegister sozusagen sehen, dass sich hier dieses Signal geändert hat. Es reinschieben und nach dreimal kommen wir in die Situation, dass dieses XOR da hinten, das plötzlich erkennt, dass da eine Flanke war. Weil nämlich die beiden Zustände vor dem Flip-Flop und nach dem Flip-Flop unterschiedlich sind. Und solange wir die unterschiedlich sind, nämlich genau für einen Takt, liefert uns das, dieses da hinten, für einen Takt einen Puls. So einfach kann die Welt sein. Das ist jetzt ein Trick, wie gesagt, der kommt nicht an der Uni. Das ist Schaltungstechnik, Schaltungsdesign, guckt es euch an, lernt es. Ich habe gefragt, ob die letzte Kurve dann hier dein XOR ist, was letztendlich... Die letzte Kurve ist das XOR, ja. Okay, das war jetzt ein Signal. Ja, Frage noch. Was stellt denn der zweite Impuls auf der ersten Leitung dar? Also ich war jetzt mal frech. Ich habe einfach gesagt, hier, das ist mein Eingangssignal. Den da synchronisiere ich ein. Und es kann aber passieren, dass hier hinten schon wieder der nächste Impuls kommt.
Und der zweite Impuls sorgt aber dafür, dass sozusagen dieses Toggle-Flip-Flop da mit dieser Clock-Boundary einfach wieder zurücktoggelt. Es kippt sozusagen das zweite Mal. Das ist die Darstellung hier. Das sehe ich jetzt hier unten beim Einsynchronisieren nicht mehr. Das würde hier hinten irgendwo sein. Noch eine Frage? Bei dem Beispiel ist allerdings jetzt trotzdem sind die Ereignisse so kurz nacheinander, dass auch das Toggle-Signal hinten bereits ein Peak hat, der kürzer ist als 3 Clock-Flanken von der Zielclock. Nochmal, wo ist jetzt dein Problem? Die beiden Eingangsimpulse. Also das hier, nochmal, dieses Signal W-Outside ist das hier. Genau. Das hier, Clock Boundary, also das Toggelnde, ist die zweite Zeile. Ja. So, das hier ist die Clock, also der Takt, der hier da auf der In-Seite reinkommt. Und das letzte ist jetzt sozusagen das, was jetzt hier hinten hinterm XOR rauskommt. Ja, aber Sie haben vorhin gesagt, dass so ein, quasi, wenn man so ein Signal einsynchronisieren will, dass man mindestens 3 Clock-Flanken konstant braucht. Ja. Und das sind jetzt also in dem Fall wäre es so, also wenn man es wirklich genau durchrechnet, dann würde es hier da sein, hier würde sozusagen, hier würde der Puls machen in dem Augenblick, wo der hier vielleicht schon irgendwie anfängt, den nächsten Flanken oder nach der nächsten Flanke zu sehen. Ja, aber es funktioniert trotzdem, Register immer noch zweimal ab. Mhm. Also es funktioniert schon. Ist jetzt ein bisschen vielleicht zu kompensiert für das Ganze. Aber solche Sachen, also wie oft oder wie dicht die Folgen sind, das muss man mit Constraints machen. Das ist dann auch wieder eine ganz hässliche Sache, sowas zu beschreiben. Noch zusätzlich, da wird ja nicht geguckt, ob das konstant ist zwischendrin. Also wenn jetzt der W-Outside-Clock noch einen Takt früher toggelt zum Beispiel, dann habe ich ja das Ausgangssignal zur gleichen Zeit. Und das nächste käme dann halt auch früher. Nochmal, ich sehe es nicht. Nochmal. Wo ist das Problem? Wenn das zweite... Das Signal. Ja. Dass der zweite Glitch, wie auch immer, auf dem Way-Outside früher kommt, habe ich ja auch noch das zweite Signal, das ich erwarte bei XOR, kommt also, dann halt auch also früher. Das hier also, zu früh. Genau. Dann also, ist es zu dicht dran, dann habe ich ein Problem, ja. Genau, da wird ja nicht geguckt, ob es nicht verändert wird zwischendrin. Also nee. Es wird nicht auf konstant gecheckt, es wird nee, einfach nur gewartet. Also ist wirklich so, man muss versuchen beim Constraints, also sozusagen, wie sagen wir so, beim Constraints gibt man dem Synthesetool an, welche Abstände es einhalten soll. Und da muss man wirklich sagen, dreimal. Aber das ist eine verdammt heftige Geschichte, sowas zu formulieren, weil man muss ja wirklich nach der Clock gucken und nach der Clock gucken. Also ich habe bisher bei den Constraints viele Konstruktionen gesehen, da sind wir vielleicht irgendwie zum Detail drin, aber viele Konstruktionen, aber keine, wo ich sagen könnte, die funktioniert unter allen Bedingungen. Also das ist irgendwie immer haarig. Das ist meistens wirklich so, dass der Ingenieur sich darauf verlässt, Daumenregel müsste passen. Es ist hässlich an der Stelle. Aber Clock Domain Crossing, das ist ein Thema, da könnt ihr irgendwie Dissertationen drüber schreiben, noch und nöcher. Und ihr werdet sozusagen praktisch viele Lösungen finden, die schlechter sind als diese. Guckt euch diese an, die ist gut, die ist praktisch. Noch Fragen oder sowas? Gut, dann kommen wir langsam zum Ende, glaube ich. Ich habe eine Frage. Ja. Dieses Clock-Domain-Crossing ist ja dann im Prinzip ja schon ein sehr häufiges Thema, weil ich ja im Prinzip immer Inputs an einem FPGA habe. Also ja. Haben typische FPGA-Chips denn heutzutage einfach solche Stages fix und fertig mit eingebaut? Das kann ich doch anbieten. Nein, nein. Also was FPGAs machen, die machen eher das da oben bei Pads. Ja? Also von wegen von einer Pad, also ich kriege über ein Beinchen was rein, dreimal einsynchronisieren muss ich selber machen. Ja? Dass ich stabil bin. Aber intern auf dem FPGA, wenn ich da mit verschiedenen Clock-Domains arbeite, macht das Tool solche Sachen nicht. Die muss ich selber einbauen. Das Tool versucht immer nur ein bisschen die Clocks so auszubalancieren, dass es von der Wahrscheinlichkeit irgendwie gut geht. Der FPGA-Entwicklungspraxis auf die Frage, also es gibt keine speziellen Clock-Crossing-Units oder Slices oder sowas auf dem FPGA.
Es gibt aber Modi, in denen man die typischen FPGA-LUTs betreiben kann, so FIFO-Modis oder auch dedizierte Dual-Port-FIFOs auf dem FPGA, die einem das Bauen von Clock-Crossings etwas erleichtern und eleganter machen. Okay, also ich habe zwei Punkte dann auf der Agenda, nämlich diese Schaltung hier, die hat auch noch einen riesengroßen Tradeback. Also eine Geschichte, wo sie schief geht. Wir hatten ja ganz oben mal drüber gesprochen, Reset beim ASIC. Beim ASIC wollen wir immer ein Reset haben. Wenn ihr jetzt hier scharf hinguckt, könnt ihr sagen, okay, ich habe es weggelassen, weil ich faul bin. Da ist kein Reset dran. In dem Fall habe ich wirklich absichtlich weggelassen, um sozusagen euch die Sache einfach zu machen. Weil wir müssen uns ja vorstellen, wir haben hier ein Reset auf dieser Seite für diese eine Clock-Domain und wir hätten ein Reset auf diese anderen Clock-Domain. Und jetzt wird eine Seite von diesen beiden irgendwann mal ein Reset ziehen. Und wir haben sozusagen die A-Karte gezogen. Warum? Wir benutzen hier einen Toggle-Flip-Flop. Und hier unten steht es ein bisschen noch so drin. Also wenn dieses Toggle-Flip-Flop gerade auf 1 steht, auf High, und der Reset auftritt, meinetwegen auf der linken Seite, würde das von 1 wieder auf 0 zurückgehen. Damit würde sozusagen hier eine Flanke generiert werden, die von dieser Seite wieder als gültig anerkannt wird. Ja? Anderer Fall, Toggle Flip-Flop auf 1, wir ziehen hier ein Reset. Ja? Passiert ja erstmal nichts. Der Reset sich zurück. So, irgendwann wird er aber wieder aktiv und stellt plötzlich fest, Mensch, da vorne kommt ja eine 1 rein. Mist, wir haben wieder einen Geisterimpuls generiert. Also beide Fälle, egal von welcher Seite wir ein Reset reinkriegen, wir generieren uns einen Geisterimpuls, wenn das Toggle Flip-Flop 1 steht. Deswegen diese Schaltung für FPGAs, sage ich Kompromiss, das könnt ihr benutzen. Bei ASICs müsst ihr nochmal drüber nachdenken, ob ihr vielleicht an der Stelle nicht irgendwie eine Seite mit dem Reset sparen könnt. Aber eigentlich die Regel ist wirklich so, zu jeder Clock-Domain gibt es ein eigenes Reset. Damit wir wieder synchron sein können. Oder wir haben halt ein asynchrones Reset, dann ist es wurscht. Und was noch so kam jetzt hier mit dem FPGA, der Punkt, wir haben ja hier mit einem einzelnen Signal gespielt. Wir reden hier nicht über Busse, wir reden nicht über große Bitbreiten oder wie auch immer. Dafür gibt es beim FPGA wirklich sowas wie Dual-Ported RAMs, also wirklich Speicherzellen, die zwei Ports haben von beiden Seiten und die so gebaut sind, dass sie auch über Clock-Domains hinweggehen können. Also ich kann eine Seite mit einer Clock A treiben und andere Seite mit Clock B. Die sind wirklich so gemacht, dass die intern funktionieren. Und wenn ihr sowas habt auf dem FPGA, Busse, dann wirklich die ganz heiße Empfehlung, nehmt diese Dual-Ported RAMs, macht eine FIFO draus. Das ist das Einfachste. Aber wenn ihr irgendwie Handshake-Signale dazu habt, ist das das Mittel der Wahl. Da hinten irgendwie war jetzt noch was. Ja, wobei, was ich mal hatte, dass halt diese FIFOs dann auch kaputt gehen können, wenn man halt irgendwie Clock-Glitches oder sowas hatte. Und also zum Beispiel bei Altera, die benutzen halt einen Gray-Counter und wenn man da halt einen Clock-Glitch hat, dann passiert es halt, dass der plötzlich rückwärts zählt und das kann man dann beim FPGA damit verhindern, dass man halt einfach ein PLL davor baut oder so, dann funktioniert es wieder. Aber da muss man auch schon ein bisschen aufpassen. Ja, also Gray-Counter ist eine Möglichkeit, wie man sozusagen eben zum Dual-Ported-RAM machen muss, also die Pointer von beiden Seiten, die sozusagen auf die Speicherzellen zeigen, gray-encodiert werden, wie soll man sagen, also binär hat man sozusagen immer wieder Änderungen drin, da kann sich ein Bit ändern, kann sich zwei ändern, können sich beliebig ändern. Und beim Gray-Counter ist es so, dass es eigentlich definiert ist zwischen einer, also plus eins oder sowas, also eine kleine Änderung, Adresse hoch oder runter, ändert sich immer nur ein Bit. Das ist sozusagen einfach zu detektieren, ob sozusagen da irgendwo ein Fehler passiert ist oder sowas. Oder wenn Fehler passiert ist mit Adressen, dann springt der Counter halt weiter. Es passiert erstmal nichts von der Logik. Das ist eine gute Lösung. Aber dass jetzt irgendwie Altera dann ein Problem hat, ist mir noch nicht untergelaufen. Nee, ich meine jetzt bei Clock-Glitches, man muss halt irgendwie filtern. Also wenn man jetzt irgendwie eine externe Glock hat, gibt die direkt auf so ein FIFO drauf,
das kann schief gehen. Also was ich euch an der Stelle empfehlen kann, manchmal sieht es so aus, ja, viele Clock-Domains, gerade Mobilfunk ist so ein Kandidat dafür, wo man sozusagen irgendwie so mit 20, 30 oder sowas Clock-Domains zu tun hat auf einem Chip. Es wäre wirklich einfacher, oder ihr macht euch das Leben einfacher, wenn ihr irgendwo versucht, die Anzahl der Clock-Domains zu reduzieren und damit auch die Übergänge. Weil wenn ihr zu viele habt, ihr vergesst irgendwann irgendwo aus Versehen mal sowas. Weil ihr müsstet ja wirklich wissen, zu jedem Signal, aus welcher Clock-Domain kommt es und in welche Clock-Domain geht es. Und das sowas zu überprüfen, gibt es zwar nette Tools dafür, die sehr, sehr viel Geld kosten, aber die man sozusagen so als kleiner Bastler nicht hat. Okay, jetzt haben wir es kurz vor 6, Viertelstunde. Hätte ich noch Fragen, Antworten, ansonsten sind wir durch. Eine Anmerkung, und zwar vorhin wurde halt ständig ein Buyer benutzt, auch im Always-Block. Also da wurde halt im Always-Block ein Buyer was zugewiesen. Und das funktioniert halt nicht immer. Da muss man halt dann teilweise ein Register verwenden, also in Verilog. Und halt ein Register muss halt nicht immer clocked sein. Das ist halt wieder das, so eine Perversion von Verilog. Nee, das ist das. Also die Problematik hatte ich drin, aber die betrifft wirklich explizit das Case. Bei anderen Signalen funktioniert es. Nein, es kommt auf die Toolchain drauf an. Manche Toolchains mögen es nicht. Also zum Beispiel Altera Toolchain mag es nicht. Okay, Altera habe ich lange nicht mehr gehabt. Ja, also das sollte man aufpassen oder halt gleich. Also Verilog und so weiter. Ja, also aber das Beispiel mit dem Case hattest du gesehen. Ja, das hatte ich gesehen. Aber das ist so das Typische, wo es wirklich immer wieder auftaucht. Aber ich habe es gerade mal explizit mit Altera gecheckt. Okay. Das verwendet, da brauchen wir wirklich einen REC als Definition für eigentlich einen Wire. Halt nicht irgendwie clocked ist. Okay. Also dann wäre an der Stelle aber nochmal interessant, wenn du irgendwie rumspielen willst, wie Iosys das handhabt. Ja, und auch vielleicht der Icarus. Also der Icarus Verilog, der Simulator. Das sind so die beiden freien Tools. Und für mich ist so, wenn ich ein Referenzdesign haben will oder eine Referenzimplementierung, gucke ich inzwischen nach dem Icarus. Weil da bin ich jetzt schon so lange auf der Mailingliste. Die haben wirklich für jedes einzelne Teil haben die einen Testcase gemacht, die haben für jedes einzelne Teil durchdiskutiert, wie es im Standard drin steht, wie es richtig implementiert werden müsste und wie falsch es andere machen. Also ich sage halt immer, Verilog und so weiter sind einfach furchtbar alt und heutzutage würde man sowas nicht mehr machen. Also es gibt halt neuere Sachen, die sind dann halt konsistent und nicht so wie Verilog, wo halt dann irgendwie ein REC nicht irgendwie... Okay, aber das sind so kleine Flaws, aber auf der anderen Seite sage ich dir... Das zieht sich durch Verilog. Also Verilog ist wirklich dann an der Stelle die einzigste Sprache, womit du mit freien Tools von vorne bis hinten durchkommst. Ja, das sage ich ja. Also aber dann benutzt man halt irgendwie andere Sprachen, um irgendwie nach Verilog oder sowas zu kompilieren. Dann baut man sich wieder eine Falle mehr ein. Ja. Okay. Und wie sonst noch Fragen, Anmerkungen? Nee, nichts mehr? Gut, dann vielen Dank euch fürs Zuhören, für die Geduld. Thank you.